Guten Morgen und hey ho und so. Bin ermordet worden, ne? Und hole mir schnell meine Sachen wieder. Ach, da ist sogar ein Enderman. Was macht der denn jetzt hier noch, du? Hau bloß ab, du. Erst lasst euch nie blicken, ja? Und wenn man euch nicht braucht, dann kommt der. Ja, übrigens hat er mir diesmal ein Loch gesprengt, wo es mir egal ist. Da könnte ich vielleicht einen schönen kleinen See anlegen. Danke, Creeper, für das Loch. Denkt bitte dran, ich möchte da einen kleinen See anlegen, also einen Teich, sagen wir mal so, ne? Vielleicht kommen dann auch ein paar Kraken rein. Ich habe lange keine Kraken gesehen, ich habe den Eindruck, die wurden etwas reduziert. Fiel mir letztens auch schon mal irgendwo auf, naja. In der letzten Folge haben wir dieses da oben das Grab für 1,8 gebaut und da habe ich immer noch kein Schild dran gehängt. Das sollte man natürlich schon tun, sonst ist das natürlich ein bisschen doof. Brauchen wir Holzdinger. Noch mehr Holzdinger. Also kurz gesagt, Wutti Frutti. Machen wir hier mal ein Schild. Mal so, ich muss immer noch überlegen. Völlig, also kein Wunder, dass ich auch noch. Ich weiß ja auch die ganzen neuen Rezepte und sonst was und Geschichten. Das kenne ich alles noch gar nicht so richtig. Ne? Muss ich mich noch mit befassen in aller Ruhe. Und man kommt ja zu nichts, wenn man noch nebenbei eine komplett neue Serverwelt aufbaut. Skyerville, ne? Eine Fantasy World. Okay, und zwar von Hand, ohne Mods, ne? Jedenfalls in diesem Moment, wo ich hier dieses Video drehe. Wie nennen wir es denn? Hier ruht, ja, hier ruht 1,8. Er starb im Kampf. Ich kann jetzt nicht schreiben, dass er da per Unfall und ein bisschen sich blöd angestellt hat. Wie sieht das denn aus auf so einem Grab? Ne? Ja gut, okay, dann lasse ich den Spruch eben ganz weg. Ja, und dann setze ich das einfach nur noch in die andere, huch, in die andere Zeile. Das mache ich nämlich, damit das schön mittig steht. Hier ruht sanft 1,8. So. Sehr schön. Ein schöner Platz, um zu liegen und zu schlafen. Für immer und ewig. Gucken wir mal. Lassen wir mal den Sums hier, das nehmen wir mit. Ah, das können wir hier lassen als Reserve. Ach, guck mal, da oben habe ich doch noch ganz viele. Ja, tut mir leid, jetzt ein bisschen ganze doofe Sortierarbeit. Möchte ich eigentlich immer möglichst kurz und bündig halten und euch damit nicht so unheimlich langweilen. Das lassen wir alles mal hier. Was habe ich gemacht? Ach, ist egal. Auch Treppen kann man eigentlich immer mal mitnehmen. Ein Schwert habe ich jetzt auch noch. Nehme ich auch mal das Bessere nach unten. Und jetzt stelle ich mir auch noch Schaufeln und ein paar Hacken her. Man kann ja nie wissen. Tralalalalala. Ja, was habe ich vor in der letzten Woche? Letzten Woche, ja. Ist es schon wieder soweit? Schon wieder eine Woche rum? Nein, in der letzten Folge habe ich euch gesagt, wir gehen heute mal auf Expedition. Gucken uns mal den Fluss unten etwas näher an. Ah, ich brauche dringend, das gibt sonst nichts. Ich habe überhaupt keine Wolle für ein Bett. Ja, komm, dann packe ich mein Bett ein. So, hast du mal einen Schlafsack dabei? Weil es so doof, wenn man dann echt gerade mal laufen ist so ein bisschen und schon bricht die Nacht herein und man kann nicht über Nacht mal, weil man wieder kein Bett dabei hat oder kein Material, um sich ein Bett zu bauen. Ich laufe rüber zum Fluss. Die Strecke kenne ich, glaube ich, inzwischen. Das geht da so quer durch den Wald und immer geradeaus. Ja, ich laufe auch mal, vielleicht zur Abwechslung. So.
Haben mir auch schon einige gesagt, Mensch, du sprintest nie. Ja, ich bin eher so ein gemütlicher Typ. Ja, ich finde, das Leben ist schon so hektisch genug. Ne? Außerdem renne ich auch ab und zu mal. Dann laufe ich überall vor. Da wird mir ja ganz kirre im Kopf. Seht ihr, jetzt sind wir gleich am Fluss. Ich sagte, wir sind gleich am Fluss. Wer müsste gleich kommen? Ich höre es eigentlich auch schon rauschen. Ach, das fehlt eigentlich auch noch ein bisschen so Atmo, ne? So, aber das ganz, 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 ganz wenig. So, wirklich so Minecraftig halt. Dass es so ganz einem nicht auf den Keks geht, ne? Sonst, wenn du hier die ganze Zeit so ein Rauschen hast. Es gibt da auch Mods für Plugins für, ne? Das ist ganz klar, aber weiß ich nicht, ob das alles. Müsste ich alles mal ausprobieren. So. Hier sind wir am Fluss. Ihr schreit bitte ganz laut, wenn ihr Schafe seht. Eins oder mehrere ist mir ganz egal. Ich nehme alle. Ich bin so in der Not. Ich begnüge mich auch mit Schafen. Brauche dringend mal, hier ist unsere Schutzhöhle. Hier könnte man auch mal natürlich einen schöneren Weg anlegen, aber jetzt renne ich erstmal bis da vorne. Dann gucken wir uns mal noch ein bisschen den Fluss an. Ah ja. Ja, die Flüsse sind natürlich eine totale Bereicherung. Das ist sonnenklar. Herrlich. Laufen wir mal hier lang. Das sollte man eigentlich alles erweitern, ne? Oh, jetzt wird's spannend. Wo geht der Fluss denn wohl lang, ne? Wo geht's denn wohl hin? Ah, er geht noch weiter. Das wäre super Enttäuschung gewesen, ne? Hätte er jetzt auch schon wieder aufgehört. Das hat man auch schon mal. Ne? Dann werden die. So haben wir ja auch das Flussbett erweitert, weil ich gesehen hatte, das geht da eigentlich weiter. Das ist einfach nur. Da hat der Generator das nicht richtig hinbekommen. So wie hier. Ja, jetzt haben wir es. Hühner. Aber ich brauche Schafe. Ah, das ist natürlich schade. Gut, dann gucken wir direkt mal hier. Boah, es wimmelt hier von Rindviechern. Das ist doch nicht zu glauben. Komm, die bringe ich jetzt mal alle, was weiß ich, ne, dahin, wo sie keine Sorgen mehr haben. In der Hoffnung, dass dann vielleicht einfach noch mal ein bisschen was nachspawnt, was einer anderen Gattung angehört. Das fände ich jedenfalls wünschenswert. Und hier seht ihr zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe. Ja, jetzt begegnen wir nämlich, hier sollte das Flussbett wahrscheinlich. Oh, weg hier. Hier sollte das Flussbett wahrscheinlich langführen. Dann sieht man ganz deutlich, dass das hier der Generator, also World Generator, das irgendwie nicht so richtig hinbekommen hat. Gut, werte ich das einfach mal als den gleichen Fluss. Ach, der ist jetzt hier trotzdem zu Ende oder es geht dann nochmal so komisch weiter. Oh, ja. Ist das das Meer? Also hier würde der noch weitergehen. Da steht jetzt ein Baum im Weg. Ach du meine Güte. Das Meer. Stimmt, wir kamen irgendwie übers Meer, ne? Und wo ist das? Ein Schwein. Ein Wildschwein. Dich habe ich aber auch lange nicht gesehen. Wo hast du denn deine Mähen und Kumpels gelassen? Schön. Die Sonne neigt sich, meine lieben Leute. Also, mit eurer Erlaubnis werde ich jetzt mal eben kurz ein wenig zurückrennen. Ich glaube, da vorne ist das. Ich bin, glaube ich, ein bisschen im Kreis gerannt. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir jetzt hier vorne. Doch nicht. Ist doch was ganz anderes. Ich meine, müssen wir dann vielleicht da lang laufen? Ich will natürlich gerne. Meine Fresse, hätte ich fast gesagt. Aber nur fast. Na, nicht, dass er mir jetzt vorwirft, ich würde hier solche Kraftausdrücke verwenden. Ich hab's ja nicht gesagt.
Auch sehr schön, da ist auch hell irgendwie, war ich da mal drin, kann das sein? Ach nee, da ist Lava. Also ich war ja in dem Glauben, ich wäre einfach nur ein bisschen im Kreis gelaufen. Hier ist es doch, hier ist unser Fluss. Da vorne ist dann unsere Schutzhütte, ja prima, da kann ich dann da übernachten. Da geht es da lang. So, und der Fluss in der anderen Richtung aus, da waren wir nämlich lang gekommen. Da waren wir lang gekommen. Ja, ich bin jetzt natürlich am Überlegen, was wir da machen. Ob wir wirklich versuchen sollen, vielleicht mal nach Bad Schönfels zurückzugehen. Na, wie dem ist, ich kann hier ein bisschen Zeit vertrödeln, indem ich an der Tiefbohrung weitermache. Und wie wir ja schon vor einigen Folgen mal da philosophiert haben, kann man beim Buddeln und beim Minenarbeiten sehr gut nachdenken. Weil man da eigentlich über nichts anderes nachdenken muss, außer einfach nur immer in den Stein zu schlagen. Hier bin ich auch noch. Hab ich noch keine Gesellschaft. Alles klar, okay. Dann würde ich sagen, baue ich hier mal ein bisschen weiter. Immer was zu tun. Da mache ich so ganz so auf vier, auf Grundfeld von vier Blöcken, ohne großes Palaver, einfach nur straight runter, kerzengerade, in der Spirale. Ja, ich überlege, ob wir nach Bad Schönfels zurück sollen, mal so zum Gucken, und vielleicht dann können wir dann den Weg auch besser planen. Wenn jetzt mal so ganz realistisch das Dorf, okay, das ist natürlich jetzt noch lange nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Ich wollte das ja ringsherum begrünen, davon bin ich jetzt im Moment so ein bisschen abhängig. Also wäre das jetzt schon grün, dann ringsherum, ne, dann hätte man da jetzt schon, was weiß ich, noch ein bisschen Park und noch mehr Felder und alles noch schöner machen können, aber jetzt müssen wir auf dieses Gras warten. Das, ein Grab haben wir gebaut, beleuchtet haben wir das Dorf halbwegs, wie wir gesehen haben in der letzten Nacht, das hilft alles noch nicht so wirklich. Man braucht ja nicht lange bleiben in Bad Schönfels. Nur mal gucken gehen wieder. Was uns dann noch auffällt, mal die Station 74 wieder besuchen. Wisst ihr eigentlich, wie weit das ist? Oh Mann, was tun wir uns denn da an? Das sind ja voll die lange Reise. Ich denke mal, wenn ich jetzt den Weg kennen würde, so zurück, so genau. Ne? Tue ich aber nicht. Klar, immer der Nase nach. Ja, die Jahreszeiten, die Richtungen, die haben sich ja nur wirklich, die Himmelsrichtung, die haben sich völlig geändert, ne, seit dem letzten Mal. Was haben wir da damals, sind wir, glaube ich, nach Norden, die ganze Zeit gelaufen, den Wolken hinterher, das ist ja alles falsch, ne. Irgendwie die Sonne wandert jetzt ja richtig von Osten nach Westen, wie sie es in Wirklichkeit tut, und die Wolken ziehen in die gleiche Richtung. Wobei, da muss ich jetzt gleich mal gucken. Oh, Bedrock. Ja, super. Ganz weit unten, aber jetzt irgendwie keine wertvollen Sachen gefunden. Ich buddel mal ein bisschen auf. Gut, von einem Teich habe ich noch gesprochen, den ich im Dorf anlegen würde. Ah, Lapis. Wunderschön. Ja, seht ihr, der qualmt, der Bedrock. Da kommen so Partikel durch. Ach du meine Güte. Dann sehe ich aber schwarz für uns. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes schwarz für die Amy Winehouse Höhle. Dann wird die nicht mehr zu gebrauchen sein. Ah, kann man das abschalten? Das ist ja vielleicht ein Dreck, hätte ich was gesagt. Ne? Das ist ja wirklich keine gute Idee. Weil so sieht das ja schön aus, nur wenn da so eine schöne Gartenhöhle voll Quarz ist, ja, wie als wäre Helmut Schmidt zu Gast gewesen, ne? Dann macht das keinen Spaß. So, das sagte mir auch jemand, Mensch, du brauchst doch gar keine Silberhacke für Lapis, das kannst du einfach mitnehmen. Dann mache ich das jetzt mal, und er hatte recht.
Lapis, das ist ja super. Ja, das hat sich aber jetzt auch mal gelohnt, weil ich finde, das findet man unheimlich selten. Natürlich Gefahr, hier kann jederzeit auch wieder Lava durchbrechen. Ihr kennt das. In der letzten Aktion, wo wir sowas hier gemacht haben, also im letzten Video, das war irgendwann, oh, ich weiß es nicht mehr, 70er, 60er, 70er Folgen so. Wisst ihr schon noch mit dem Diamantenfieber, ne? Da sprach ich gerade von Diamanten und schlug in den Stein und schwupp, hatte ich welche. Ich erzähle immer wieder gerne davon, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ne? War eine tolle Situation. Man denkt an nichts Böses und zack. Ja. So ein Glück scheint mir diesmal aber nicht verwehrt zu sein. Verwehrt oder gewährt? Naja, egal. Und ich habe es jetzt auch ein bisschen satt. Ich will da nicht mehr länger im Quarz, im Nebel stehen. Ja, im blauen Dunst. Ja, auch nicht. Also mitrauchen ist jetzt als auch sehr gefährlich, ne? Wow, Kurve kriegen. Nein, ich würde eher vorschlagen, ich übernachte jetzt hier. Sofern ich es ja mal schaffe, hier wieder hochzukommen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Wie kann man sich denn nur so ungeschickt anstellen? Ah, schon wieder den falschen Ausgang. Hallo, sind wir bald oben? Ich möchte gerne bald oben sein. Ach, wenigstens Lapis gefunden. Ich stelle mir jetzt hier im Bett hin. Und dann schlafe ich mal eben. Seht ihr, es ist noch Nacht. Dann würde ich mich im Dorf auf die Expedition nach Hause vorbereiten. Gibt es denn hier noch irgendwas Wichtiges, was man mitnehmen kann? Ja, wir sollten uns dann noch. Ja, Fleisch haben wir genug bei. Doch, doch. Das ist alles okay, ja, das nehmen wir mit. Das lassen wir auch im Dorf, schön. Vielleicht nochmal noch ein Ersatzschwert, aber obwohl eigentlich sind wir bestens gerüstet. Ich könnte da noch eine Hacke mitnehmen. Die kann ich aber jetzt schon bauen. Ja, und da frage ich mich, warum will ich denn eigentlich ins Dorf zurück? Wir haben ja da heute uns ja schon von verabschiedet. Und es sollte ja eine Expedition werden hier heute. Also, was soll das? Ich würde sagen, dann brechen wir doch direkt von hier aus auf. Ja. Machen wir doch. Machen wir doch einfach. Ne, stellen wir uns gar nicht lange an. Rennen wir jetzt mal zurück nach Bad Schönfels. Und zwar, ui, das ist ja ein Riesenakt. Jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Komm, das nehmen wir jetzt, das lassen wir hier. Das nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit. Bett habe ich dabei wieder, ja. Eine Waffe habe ich auch noch. Das sollte eigentlich alles noch genügen. Eigentlich kriege ich jetzt auch so ein bisschen Heimweh. Wenn ich jetzt so gerade von spreche. Da kriege ich auch ein bisschen Heimweh. Draußen ist wer. Ich renne schnell weg. Die Richtung stimmt. Wir folgen jetzt ein wenig dem Fluss zurück. Ach, guck mal da. Mein Lieber. Jetzt, wo ich dich nicht brauche, ne? Vor ein paar Folgen, als ich da Laternen im Dorf gebaut habe, da hätte ich dich mal gebraucht. Aber ich nehme das alles mal mit. So, ihr seht, da vorne habe ich mir nämlich den ersten Unterschlupf gebaut, als ich hier ankam. Hier haben wir auch das schon alles ein bisschen erweitert gehabt. So, und dann bin ich doch eine ganze Zeit lang an diesem Fluss lang gekommen. Ein Sumpfgebiet müssen wir als nächstes ansteuern. Irgendwo war da ein Sumpf und dann mussten wir, glaube ich, übersetzen. Ah, ein Boot. Boot hätte ich mir noch mitnehmen sollen. Ah, ist nicht genug dabei. Ich guck mal, vielleicht liegt das sogar noch da. Ich glaube, ich bin doch auch mit einem Boot gekommen, ne?
Jetzt nur wo lang, wo lang, wo lang? Hat immer noch keine Schafe. Kein einziges Schaf. Da vorne ist doch Sumpf. Ah, da war der Sumpf. Ja. Kein Power mehr. Muss dringend was essen. Oh, noch eins. So, jetzt sollte es auch wieder funktionieren. So, mal gucken, ob ich das Boot finde. Hier ist der Sumpf, an dem wir angekommen sind. Ich glaube, da drüben sind wir noch lang gegangen. Hier so durch. Hier habe ich doch noch davon gesprochen, ein Sumpflager anlegen zu wollen. Ja, jetzt weiß ich das auch wieder. Wäre auch eine schöne Idee, ne? Sumpfkrautlager, ne? So, jetzt aber... Oh, hoppla. Jetzt aber hier irgendwie zurück. Jetzt gucke ich auch nochmal eben nach den Wolken. Ich falle aus allen Wolken. Die ziehen dahin. Wandern tatsächlich mit der Sonne mit. Das finde ich jetzt natürlich total langweilig. Jetzt haben sie die Sonne korrigiert, da hätten sie auch die Flugbahn der Wolken irgendwie anders machen können, damit sie dann wieder irgendwie in eine andere Richtung gehen. Irgendwie, ne? Gut, da müssen wir immer nach Osten laufen, da wo die Sonne herkommt. Da hinten sehe ich so hohe Berge. Ich denke mal, der Versuch ist auch mal direkt mit. Ob mir das dann alles gelingt, ob ich auf dem richtigen Weg bin, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Jetzt mache ich erstmal Schluss. Upsa. Au! Au! Lauf nicht weg! Lauf nicht weg! Ein Schaf! Ein Schaf! Ein Schaf! Es gibt sie noch! Sie sind nicht ausgestorben! Ha! Gut! Prima! Danke, dass du jetzt hier gerade rechtzeitig zum Beenden dieser Folge vor meiner Flinte erschienen bist. Oder Zange, besser gesagt. Sind da noch mehr von euch? Nee. Och. Ach, da ist doch dieses kolossale Gebirge. Das war doch auch noch so cool da. Obwohl die natürlich relativ langweilig sind, weil die alle so kahl sind, ne? Aber das kann man ja ändern. Das kann man ja ändern. Schafe. Ich hole mir noch ein paar Schafe und ihr macht's gut und freut euch hoffentlich auf die nächste Folge. Dann sehen wir uns wieder. Wartet gut bis dahin. Euer Vorbudler sagt auf Wiedersehen. Inventar ist auch noch voll. Ach nee. Nicht zu glauben.